Hallo Vicky, herzlich willkommen aus deinem Innovationszentrum zum Mitmachen. Heute geht es um dieses Ding, Easy Up aus der 400er Serie von Handygood heißt das Ganze. Das ist ein Gurkenglasöffner oder eine dritte Hand, je nachdem wie man es benennen möchte. Kurz vorweg, das ist ein Testballon, wie gehen wir mit Innovationen um? Ich nenne es, wir haben die Lösung, jetzt suchen wir nur noch das Problem. Wir wollen mit einem kurzen, einführenden Video ein Produkt beschreiben und verschiedene Stimmungen dazu. Bekommen habe ich das Ganze mit der Bedienungsanleitung auf Dänisch, gibt es aber auch auf Deutsch, elektronisch. Dann eine Kurzeinführung und ein paar Bilder, was man mit dem ganzen Ding machen kann. Das Gerät selbst ist natürlich mit dabei. Die schwarze Fläche ist sowas wie Moosgummi. Ich würde es ein bisschen als leichter, luftiger beschreiben. Das dichtet sozusagen das Vakuum ab, das die Pumpe generiert. Unten ist auch nochmal eine Moosgummifläche plus der Lufteinlass bzw. Vakuumauslass. Hier oben ist das gleiche. Ein Zugang zur Batterie bzw. Akku. Hier ist das Ladegerät. Und ein Ein-Ausschalter. Das sind Schmutzabdeckungen, die beim Verschütten hilfreich sein sollen. Verschiedene Adapter, falls ich kleinere oder anders geformte Gegenstände habe, die nochmal den Moosgummi hier drauf ergänzen. Also es ist kein Moosgummi, ich nenne es so. Und zwei Adapter, einen schätze ich für Tetrapacks ein und einen für PET-Flaschen und ein Ladegerät. Das Ganze wiegt mit meiner Küchenwaage gemessen 382 Gramm und wenn ich alles Zubehör drauf packe, diesen Vakuumlöser habe ich noch vergessen, sind wir jetzt bei 570 Gramm und mit Ladegerät sind wir bei 640 Gramm. Von den Abmessungen her haben wir 16 cm im Durchmesser und 4,5 cm in der Höhe. So, was kann ich damit machen? Mit diesem Adapter, der hat innen drin eine kleine Kante, der greift auf die Einsackung von so einer Colaflasche. Da kann ich eine Colaflasche festmachen, das heißt, ich stelle das Ganze drauf. Ich schalte die Pumpe ein, die entwickelt jetzt ein Geräusch, zieht das Gefäß fest und so kann ich jetzt mit einer Hand aufdrehen oder ich kann auch, wenn mir wichtig ist, Kraft zu bündeln, zwei Hände nutzen und habe hier sozusagen meine dritte Hand. Diese eckige Kiste ist für Tetrapacks gedacht, auch da kann ich jetzt auf- und zuschrauben. Ich kann da auch relativ viel Kraft entwickeln und einmal mit dem Apfelsaft hier ausprobiert, den kriege ich auch gut auf. Was für mich schön ist, ich kriege nicht nur Gläser auf, sondern auch Verpackungen. Drück es fest, das ist immer wichtig. Wenn der Akku leer ist, dann tut es sich irgendwann schwer. Hier brauche ich jetzt einen Adapterring, weil das unten nicht wirklich eben ist. Jetzt hält das Ding, vielleicht ist der Akku auch schon leer. Ich probiere es mal aus. Ja, es hält. Den Akku habe ich jetzt nicht extra geladen. Na, ich habe noch eine Hand zur Verfügung. So kriege ich jetzt den Salat auf. Grenzwertig wird es natürlich dann bei, oh, hier müssten Süßchen drin sein, den Soßenbeutel aufzureißen. Das müsste ich jetzt mit meinen Zähnen machen. Würde ich so jetzt aber hinkriegen, wenn ich nur eine Hand habe oder ich nehme eine Schere. So, das mache ich hier rein. An die Grenze gebracht habe ich es beim ersten Probieren mit dem Spargel vom Goop. Ich mache es jetzt einmal ohne Adapterring und hier merke ich, wenn der Durchmesser klein ist, die Fläche klein ist, dann dreht das Ganze durch. Adapterring drauf, noch ein Versuch
Das dreht durch. Ich probiere es mit dem kleinen, das hatte ich noch nie probiert. So. Funktioniert auch nicht. Dafür ist an sich dieser Vakuumöffner dabei, dass du ein Stück weit hältst. Den setze ich eigentlich am Glas an. So ist es hier auf dem Bild auch beschrieben und drücke dann hinten drauf. Und das funktioniert bei diesem Glas hier nicht. Nicht im Lieferumfang dabei ist so einer. Das sind die Vakuumlöser, mit denen ich gerne arbeite, wo ich das Vakuum reinlassen kann. Also jetzt hat es hier unten die Fläche gezogen. Ich drücke nochmal drauf. Und sollte jetzt dann irgendwann einmal das Glas aufkriegen. So. Wie gesagt, mit kleinen Radien spielt die Physik einfach eine Rolle. Ich probiere es mit dem Joghurt, habe ich noch nie ausprobiert. Ich sehe, dass der nicht den erwarteten Nupsel-Loch hier hat, den erwarteten Nupsi zum Öffnen hat. Und ich habe den Eindruck, jetzt ist tatsächlich der Akku am Ende, deswegen lade ich die Batterie nochmal auf. Ja. Noch nicht getestet habe ich, ob ich das Ding jetzt nutzen kann, während es lädt. Gibt es eine Ladekontrollleuchte? Sehe ich hier unten in der Mitte drin, dass es aus dem Löchle raus leuchtet, quasi ein bisschen rot. Jetzt merkt man, der Sound ist ein ganz anderer. Das heißt, wir hatten vorher tatsächlich das Akkuproblem, aber auch mit vollem Akku hatte ich ein Problem, das Spargelglas aufzukriegen. Also wir probieren es nochmal mit dem Joghurt. Das klebt mir nicht gut genug, vielleicht ist die Schrift ein bisschen blöd. Das ist mir nicht sicher, ich probiere es mal mit diesem Ding hier. Ja, da kann ich mich durchmogeln. Ideal ist es nicht. Hier könnte man jetzt aus dem 3D-Drucker, wenn man viel Joghurt ist, vielleicht einen Adapter rauslassen. Was ich noch probieren wollte, war das Salz. Ob ich das hier bedienen kann. Ich meine, das könnte ich auch mit einer Hand ganz gut machen. Aber das geht gut. Aber hier merke ich, ich habe eine große Höhe, eine kleine Standfläche. Da wird es dann durchaus instabil. Hier mal so eine Cola-Flasche. Das Ding geht für mich hier ohne Probleme auf. Mit einer Hand hier könnte ich auch noch einen zusätzlichen Flaschenöffner bemühen, wenn mir da die Hand fehlt. Ich denke, der Vorteil ist hier, dass ich nicht so einen großen Hebel hinkriege, wobei es unten schon stabil hält. So, was wollte ich noch ausprobieren? Wir können noch mal das Spargelglas nehmen und feste zudrehen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, überspannt. Aber hier merke ich, ich kriege es einfach nicht mehr auf. Mit zwei Händen geht das Ganze. Wenn ich es jetzt so, die Sauerei wollte ich nicht haben. Dann mache ich jetzt lieber nicht die Pumpe kaputt. Dann komme ich zur Frage, kann ich das Ding gut reinigen? Sind es natürlich keine sichtbaren Verschmutzungen, aber die Frage ist, riecht es jetzt nachher noch nach diesem wunderbaren Spargel? Also hier bröckelt schon mal nichts ab. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es die Flüssigkeit massiv aufsaugen würde. Jetzt schon trocken an, riecht jetzt auch nicht nach Spargel, zumindest bei deutlich nicht so stark wie hier dran. So, was wollte ich noch zeigen, jetzt nachdem ich schon alles verschüttet habe? Die zentrale Frage ist, kriege ich auch meine Getränkebehältnisse ein? Der Akku schnurrt noch nicht, weil ich das Ladegerät runtergemacht habe. Wasser und Strom, volles Risiko.
Die Dose, würde ich sagen, die hält relativ gut. Also da kann ich schon dran rütteln. Und da würde ich auch sagen, die kriege ich sehr stabil auf. In diesem Sinne würde ich mich total freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, was soll ich denn testen, wo sind Probleme, die dieses Ding lösen könnte, damit wir vernünftig drüber kommunizieren können, damit wir Alternativen untersuchen können und tatsächlich einen Mehrwert schaffen können im Bereich des Wissens für ein gelungenes Aging in Place. Mein Name ist Josef Huber und ich verbleibe wie immer mit den Worten, wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.